So, mein herzliches Willkommen zurück zu Monsters 100. Ja! Gibt's denn was Besonderes? Eigentlich nicht, ne? Ne. Gut, starten wir einfach mal. Neuer Tag, neues Glück. Oder so. Wir waren. Genau, wir müssen wieder in die Wüste. Genau, wir müssen den roten Sand holen. Und wieder. Da war ja was. Aber ich glaube mal, bevor wir dies tun. Oh, ich habe vergessen, übrigens. Gut. Mache ich nochmal schnell in-game. Engaged. So. Wenn ich jetzt meinen Server hier mal neu starten. So. Dann ist doch ja gleichzeitig der Arbeitsspeicher mal wieder ein bisschen leerer direkt. Geht das Ganze wieder locker flockig durch. Ist ja schon das Ganze gefühlt 3000 Mal so schnell. So ungefähr. Gut. Ja, ich hoffe mit der Kamera passt alles soweit. Habe gestern ein bisschen umgeräumt. Hoffe, dabei ist die Kamera nicht allzu sehr in Mitleidenschaft gezogen worden. So. Okay. Stimmt, nee, wir hatten im Lager noch ein bisschen Gestein gefunden gehabt. Okay, wir müssen das also bloß einschmelzen. Übrigens hatte ich auch gestern mal geguckt gehabt, wegen der Technics-Mod. Also das, was hier reinkommt, sind tatsächlich Upgrades für diese Geräte. Und es gibt da zwei Arten von Upgrades. Einmal kann ich hier Batterien reinknallen. Also diese, nicht diese Batterienblöcke, sondern wirklich diese Einzelbatterien. Die Dinger hier. Und dann verbrauchen die wohl weniger Strom. Und wenn ich zwei reinpacke, logischerweise noch weniger Strom. Und dann gibt es aber auch noch eine. Ja, irgend so ein komisches Tube-Upgrade. Also man kann irgendwelche Tubes reinpacken. Weil die haben ja die Funktionalität, ne? Wir haben hier diese komischen Löcher, das heißt, man kann ja hier Tubes anschließen und die Dinge dann automatisch befüllen und so weiter und so fort. Und das soll dann irgendwie schneller arbeiten. Ja, also alle Sachen, die für uns nicht wirklich interessant sind. Von daher würde ich mal sagen, fuck off. Ich meine, gut, Batterien sind halt so preiswert, da könnten wir durchaus mal ein paar machen. Ich weiß halt auch nicht, wie hoch der Energieverbrauch oder der Gewinn dann wäre. Wisst ihr was? Wir gucken es einfach mal. Wir machen uns mal schnell hier zwei Batterien. Die sind ja zum Glück nicht teuer. Ist ja hier bloß ein bisschen Sulfatenkacke. So, wir brauchen zweimal Öl. Zweimal Öl. Da brauchen wir viermal Holz. So ungefähr. Ne, zweimal vier Holz. Brauchen wir zwei Batterien. Zweimal, also viermal Stahl und viermal Sulfat. So, viermal Stahl kriegen wir noch gerade so hin. Da sind unsere Vorräte aufgebraucht. So, und viermal Sulfat bedeutet, wir brauchen zwei Sulfat-Klümpchen. Und die müssen wir dann grinden. Ich würde sagen, schleifen. So. Dann sollten wir jetzt eigentlich alles haben.
ist. Ich hab doch Stahl. Ach, ist schon wieder Lead. Ach, das ist gar kein Stahl. Ach, echt schon wieder. Dass die immer so optisch gleich aussehen müssen. Gut, zurück. Lead haben wir keins mehr. Dann nehmen wir hier nochmal 4. So. Rennen wir dir. Na komm. Ups, das ist der Kompressor. Mann. Das ging schnell. So, alles. Dankeschön. Achso, ja, kann man ja nicht decken, da war ja was. So, wir gucken jetzt mal. Also, wenn wir jetzt hier was reinknallen, dann haben wir einen Stromverbrauch von 600, nee, von 2000. Und wenn ich dazu jetzt hier die beiden Batterien reinknalle, dann haben wir einen Energieverbrauch von, wow, nur noch 500. Okay, das macht sich ja doch ganz schön bemerkbar. Lol, okay, ich dachte, das ist weniger. Nice. Weil ich habe es nämlich bei meinem Kraftwerk, bei dem AKW, habe ich mit den Dingern hier probiert. Hier kann man ja auch bei Upgrades reinpacken. Und hier war das so, dass die gerade mal um jeweils 10% besser geworden sind. Das heißt also, ne, die haben ja 200 KEU. Und mit einer Batterie hatten die halt 220 und mit zwei Batterien 240 KEU Gesamtkapazität. Hat also gerade mal einen Gewinn von, ja, 20% gesamt. Deswegen dachte ich, dass das hier bei dem Video so in der gleichen Größenordnung liegt, statt dass wir, sagen wir mal, statt 2000, weiß nicht, nur noch 1800 verbrauchen oder sowas. Aber wir brauchen ja gerade mal noch ein Viertel. Das ist ja quasi sogar weniger, als wir haben. Also, als wir generieren können. Das heißt, der Ofen kann jetzt quasi komplett laufen, ohne hier die Batterien anzusprechen. Das ist natürlich geil. Okay, cool. Naja, easy. Hashtag läuft. Aber wenn ich das eine rausnehme, hat er dann nur noch 1000, ne? Achso, ja. Muss ich natürlich gucken, wenn das Ding an ist. Okay, das heißt, das wird tatsächlich multipliziert miteinander. Das ist interessant. Cool. Nicht schlecht. Jetzt haben wir natürlich wieder mehr Verbrauch, als wir haben. Packe ich dich nochmal da rein. Achso, siehst du, wir können mal ganz kurz. Hier siehst du, also jetzt haben wir 200 KEU. Jetzt klatsche ich dir noch mit rein. Jetzt haben wir 220 KEU. Also, das ist nicht der Rede wert. Aber hier, das bringt tatsächlich was. Dann machen wir das auch mal. So, easy. Das ist geil. Das ist echt nicht schlecht. Hätten die es hier übrigens auch mal machen, so machen können, ne? Dass sie dann das Vierfache mit einmal speichern. Also eine pro Batterie halt das Doppelte. Damit also das Vierfache. Na, wobei das wäre dann wahrscheinlich wieder zu overpowered gewesen. Ah ja, wer weiß. Cool, gefällt mir. Gefällt mir echt gut. Marine, los! Können wir gleich mit dem Dach weitermachen? Easy. Dieses Warten. Ich habe mit diesen Tubes, ganz ehrlich, ich weiß nicht genau, wie das dann hier arbeitet mit diesen Tubes. Ob es dann genauso wie mit den normalen Öfen, dass man quasi einen Eingang hat und dann auch. Ja, eben Kohle. Oh, Kohle gibt es ja hier nicht. Das heißt, es gibt ja quasi dann bloß noch einen Eingang oder einen Ausgang. Da wird dann höchstens die Frage, ob der Eingang wieder von oben sein muss und der Ausgang von unten, weil dann geht es schon mal nicht, weil über dem Gerät ist ja was. Das heißt, von oben der Eingang geht schlecht. Allerdings habe ich zum Beispiel bei den Batterienfächern gesehen, da ist doch links und rechts ein Anschluss. Das heißt, kann auch sein, dass quasi von oben und von links Eingang ist und nach rechts und nach unten dann quasi Ausgang ist.
dann könnte man das Ding zumindest so benutzen, dass man quasi links Eingang hat und unten Ausgang, weil rechts kommt ja später auch noch Geräte hin. Ne? Dass da quasi so auf die Art und Weise passiert, abgeht. Oh, weiß nicht. Klingt auf jeden Fall sehr verlockend. So. Oder können wir später bei Bedarf noch ein paar Batterien packen, machen. Also auf jeden Fall, wenn wir noch weitere Geräte bauen, dann bauen wir dazu noch gleich ein paar Batterien. Das ist echt geil, dass ich gerade noch ein Viertel der Gesamtleistung verbrauche, also der ursprünglichen Leistung verbrauchen. Das ist echt, das ist ein Gewinn. Das ist tatsächlich, das macht schon Sinn irgendwo. So. Projektdach geht in die Endrunde. So, du kommst da rein, dann nehmen wir einmal dich und einmal dich, dann kommst du da rein, einmal dich und einmal dich. Ach, okay, komm, und nochmal hier, so, so, dann haben wir es doch, reicht erstmal. So viel brauchen wir nicht mehr. So, jetzt müssen wir nur gucken, wie wir da raufkommen. Ich würde mal sagen, wir machen es einfach so wie bei echten Dächern, dass wir hier irgendwo so keinen Ausgang lassen. Wie wir das dann von außen designtechnisch integrieren, ist eine andere Frage tatsächlich. Aber, wollen eine Luke hier rauf machen, geht ja schlecht, weil es so eine schräge. Da kannst du nicht einfach eine Luke rauf machen, weil so eine Luken gibt es ja meistens leider nicht. Das ist ein bisschen schade. Jetzt weiß ich natürlich nicht, Gott, wie heißen diese Dinger? Oh, englische Wörter. Werden nie erfunden. Achso, ich bin noch weg. Jetzt muss ich mal jetzt kurz gucken, gibt es hier sowas? So eine Schrägfenster fürs Dach. Weil es kann ja sein, dass Home Decor oder X Decor oder sowas hinzufügt. Die haben wir so ein paar Besonderheiten, die dazugefügt werden. Glasdachfenster. Schau mal an. Genau hier. Ach, Schindel. Ai, Gott. Oh, im Englischen heißt es genauso. Genau, sowas könnten wir durchaus verbauen. Ist natürlich gerade ein bisschen blöd, dass es die nur in dieser einen Farbe gibt. Fuck. Großes Glas. Oh Gott, da müssen wir wieder so viel bauen. Ah, machen wir später. Wenn überhaupt, machen wir später. Aber im Hinterkopf behalten, dass es da eine Möglichkeit gibt. So, was wir jetzt machen. Ich würde mal sagen, damit wir hier einfach bauen können, machen wir hier erstmal wieder zu. Achso, du siehst, jetzt haben wir hier wieder so eine. Ja, jetzt haben wir wieder so eine. Egal. Oh, Alter. So. So. Warte, man sieht jetzt hier, weil hier alles rot ist. Genau das meinte ich. Ah, oh, fängt ja gut an. Fängt ja echt gut an, ja. Na gut, haben wir einigermaßen gut gemeistert. Mein Meister. Oh, geht. Den kann man so machen. Jutchen. Siehst du, haben wir es doch hier fertig.
Müssen wir mal gucken. Ich meine, durch das Dach leuchtet der Licht weitestgehend durch. Das heißt, wir müssen uns intern gar nicht so sehr um die Beleuchtung Sorgen machen. Das ist ja quasi genauso wie bei meinem anderen Hotel. Da habe ich ja unterm Dach auch keine Beleuchtung und trotzdem leuchtet alles durch. Das ist so ein bisschen der Vorteil von diesen Schrägdingern, dass die ja warum auch immer lichtdurchlässig sind. Macht zwar keinen Sinn, aber ist halt so. Hilft uns ja in dem Moment nur. Simuliert quasi eine Art von Indirektbeleuchtung. Wenn man so will. Was mir persönlich angenehm ist. So, die Seite hätten wir jetzt fertig mit den großen Dingern. Da kommen jetzt die kleinen Dinger dran. Ja. Fängt ja gut an hier. Was mache ich denn hier? So, schon besser. Unser Leuchtturm. Tja, müssen wir auch noch ein bisschen größer bauen, ne? Man sieht ja, das Dach ist doch ein bisschen. Oh, da fehlt noch ein bisschen was. Also so. Der Leuchtturm. Hm? Ich meine, ist mir persönlich auch ganz angenehm, weil. Ne, umso größer der ist, umso proportionaler wirkt er, weil für seine Größe, also für seine Höhe, ist er ganz schön dick. Und ja, wenn er halt höher wird, also noch höher wird, dann passt es dann auch schon fast vom Verhältnis her zwischen Durchmesser und Höhe. Das Ding wirkt ja jetzt gerade eher wie ein Bunker. Gut, ich meine, unterirdisch kommt der Bunker hin, ne? Da haben wir ja so unsere kleine Geheimtür. Die keiner außer mir kennt, plus alle anderen, die das Let's Play gucken, aber die sind egal. Meine Zuschauer haben sowieso genug Verstand, genug Anstand. Da brauche ich mir keine Sorgen machen. Geht da bloß um die Spieler, wo dann immer die Meldung kommt: Player betritt das Spiel zum ersten Mal. Player hat alles zerstört. Player fühlt sich wie ein Held. Ja. Gibt es ja auch so eine Mod, die dann immer, wenn wirklich komplett neue Spieler raufkommen auf den Server, die dann das entsprechend auch mitteilen. Weil man sieht ja oben links immer, wenn ein Spieler joint. Und da gibt es auch so eine Mod, die habe ich zum Beispiel auf meinem Raspberry Pi Server, habe ich so eine Mod. Oh, Junge, das Ding habe ich komplett vergessen. Machen wir später. Da habe ich so eine Mod, die dann quasi, ne? Da kommt dann quasi die Meldung mit Player Join the Game. Und darunter kommt dann irgendwie was mit Player Join the First Time. Welcome. Oder irgendwie so ein Dreck. Also so ein bisschen was Extravagantes, was hier passiert. Muss das so sein? Ja. Wobei, jetzt muss ich gerade feststellen, die Mod hatte ich ja auch mal auf meinen Hauptservern mal drauf. Das war ja diese Server Essentials Mod. Die hatte ich ja kurze Zeit hier auf den Servern drauf, auf Wunsch von JK1. Allerdings hatten wir dann eine andere Mod, also und für eine andere Mod umentschieden. Jetzt ist ja dieses komische Ice Essential oder wie das Ding da heißt drauf. Irgendwas mit Ice. Also ICE geschrieben. Also das englische Ice. Nicht das deutsche Vanilleeis. Vanilleeis kann ich mir nicht leisten. Zu teuer. Ja. So. Ach, Mann. Ich wünschte, ich könnte die ganze Zeit hier im Let's Play Vocal Leute Musik abspielen. Aber leider wird mir immer alles weggestrikt. Scheiß YouTube. Scheiß Welt. Ich meine, ich bin jetzt keiner, der sagt, Leute, die Sachen wegstriken, sind jetzt generell scheiße oder sowas. Oh,
Ja, tatsächlich leer. Schau mal, na guck. Fuck, dann müssen wir zum Morgen. Ach Gott, jetzt habe ich da hinten schon geschlossen. Ah. Was tun wir denn jetzt? Was tun wir denn jetzt? Können wir runterspringen in den Tod? Sieht nicht so gut aus. So, machen wir es mal so hier. So, und dann brauchen wir. Mach ich mal Heavy Zone 85. Oh, ist ein 64er Stack. Was denn hier passiert? So, 99 und 99. Werden wir den wahrscheinlich gebrauchen können. What? Siehst du, habe ich mich eigentlich. Habe ich Erde dabei? Ja! Dann baue ich mich mal einfach hier mit Scheiße hoch. Ja, das hat gut funktioniert. Ha! Bin ich King oder was? Ach, leck mich. Beide gedroppt. Der Dropsy ist gelutscht. So, da noch einer hin, da noch einer hin. Dann haben wir die Reihe auch fertig hier. Ach, hier fehlen noch drei. So, und dann müssen wir hier nochmal nachbessern quasi. Was ja technisch kein Problem ist, aber wir müssen es halt tun. Tut sich nicht von alleine. So. Hopp, fertig. Jetzt kommt die Reihe hier. Hopp. Na komm, einmal dahin. Und einmal. Wie war das? Mit gedrückt halten ging das oder eher nicht so? Ich probiere mal nochmal. Wird gerade die Katastrophe. Oh, die doch geht. Es geht sogar. Nice. Warum machen wir das denn nicht? Brauche ich nicht so meine Maus vergewaltigen? Das macht die Sache viel angenehmer. Viel angenehmer. So. Manchmal so aufpassen, dass ich in der Flucht bleibe. Sonst flüchtet meine Flucht. Was jetzt nicht so cool ist. Yay, yeah, noch eine Reihe, da haben wir es geschafft. Husa, wuh. Das Dach der 1000 Dächer. Was? Das Dach der 1000 Dächer, so. 1000 Dächer, ja, nee, ist klar. Klingt zwar cool, ist aber falsch. So, perfekt. Guckt euch diese Dach an. Ist diese Dache hier, wunderschöne Dach. So, wir haben hier von 64, davon 72. Achso, weil wir hier von mehr verschwendet haben. Dinge geschehen. So, dann würde ich mal sagen, ja komm, wir machen für diese Folge erstmal Pause, Feierabend. Und dann kümmern wir uns da hinten um den Leuchtturm. Der ziehen wir den mal hoch. Ich weiß noch nicht genau auf welche Höhe, aber ich würde mal sagen, ne, so dass die diese rot-weiße sollte mindestens, ach, eigentlich können wir sogar bis zur Spitze des Dachs hier machen. Dass quasi die eigentliche Leuchteinheit sogar noch um drauf ist. Ich weiß nicht, ob es insgesamt einfach zu groß wird. Weiß ich noch nicht. Wir gucken mal. Okay, in dem Sinne, ja, Hauptmenü. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.